Hallo und herzlich willkommen zu Landwirtschaftssimulator. Ja, wir haben hier eine kleine Mission vor uns. Wir sollen Wasser zum Dorf, glaube ich, bringen. Und zwar hier vom Campingplatz aus. In der Zeit ist am Hof schon ein bisschen was los. Die ernten gerade, die Helfer. Gut. Mann, komm. So müsste eigentlich passen. Gut, man sollte es immer lieber ein bisschen vorher ein bisschen mehr Zeit lassen, als wenn man da nachher steht und nichts mehr geht. Dann ist immer deutlich ärgerlicher. Ma, komm schon. Drücken wir jetzt gegen den Zaun. So, wohin geht's? Ja, Richtung Dorf ist das. Und dann kriegen wir dafür 10.000, wenn ich mich richtig erinnere. Hoffentlich passt das also von der Zeit her. Der letzte Auftrag war von der Zeit her ja ganz gut lösbar. Hier ist der Golfplatz übrigens. Ob man hier wohl auch mal Golf spielen kann, das wäre auch ein interessanter Mod. Den würde ich mir, glaube ich, mal reinhauen. Gerade so hier fürs Let's Play ist das doch immer ganz lustig. Ein bisschen Abwechslung. Mal eine Runde Golfen gehen. Wenn sie die dann noch halbwegs gut umsetzen, halt das Golfen, dann wäre das eigentlich echt interessant. Kann man, glaube ich, nicht anders sagen. Echt interessant. So. Wie gefallen euch eigentlich im Moment die 10-Minuten-Parts? Dafür gibt es ja 2 am Tag. Aber gut, jeder muss selber wissen, was er meint. Jetzt mache ich ja nur am langen Wochenende. Habe ich ja wohl auch schon mal erzählt. Ansonsten habe ich dafür einfach nicht die Zeit. Da müsste dann auch einfach, ja, drauf Acht geben, sage ich mal. Aber an solchen langen Wochenende, Ferien wäre das auch eine Option. Zwei Parts am Tag, dafür nur 10 Minuten. Und ein Vorteil ist auf jeden Fall, ihr habt etwas mehr Video und ich habe eigentlich kaum mehr Arbeit. Also so wenig mehr Arbeit, dass ich sage, das kann ich machen. Das ist jetzt nicht so, dass ich deshalb jetzt irgendwie Probleme habe von der Zeit her tagsüber, dass ich das alles gar nicht mehr schaffe. Gut. Da vorne sind wir letztes Mal auch abgekürzt. Da hatten wir aber keine Lieferung dabei, glaube ich. Mal gucken, ob wir die Lieferung hier heil rüberkriegen. Da habe ich jetzt so ein bisschen meine Bedenken. Boah, die darf nicht runterfallen. Das wäre ziemlich mies, wenn die runterfällt. Nein! Nein! Ma! Da! Jetzt kommen wir hier bestimmt noch nicht mal hoch, rückwärts. Ja, also man sollte lieber etwas längere Wege fahren, wenn man hier so wertvolle Fracht befördert. Mann! Ja, ich glaube, das können wir vergessen. Ja. Schaffen wir, glaube ich, zeitlich gar nicht mehr. Obwohl, so weit ist der Weg nicht. Kann man noch hier einen Versuch, ein bisschen rauszufahren, eingehen? Ja! Ist er drauf? Nein! Mann! Komm bitte! Geh doch mal da drauf! Blöde Palette! Liebe Palette meine ich natürlich. Ja, schön. Sehr akrobatisch, aber Mann! Jetzt sieht man natürlich ganz viel. Okay, das können wir vergessen. In 3 Minuten schaffen wir das nicht mehr. Dann machen wir jetzt lieber am Hof weiter. Dann ist der Auftrag jetzt gleich einfach weg und das Paket liegt da nicht mehr. Dann steht da halt, oh, sie haben ihren Auftrag nicht geschafft. Schade. Und so weiter. Sehen wir dann gleich. Ach, das ärgert mich jetzt. Dabei lief es doch so gut. Hätte ich mal nicht abgekürzt,
Hätte ich mir ja auch denken können, dass es mit einer Ladung auf der Gabel schwer wird, da den Berg runterzufahren. Okay. So. Was machen wir hier noch? Oh, der Seher ist bald fertig. Den hier können wir wieder einstellen und dann sollte man eigentlich den hier auch. Na? Nein. Hä? Der sollte doch schon mal anfangen. So. Der Helfer hier läuft auch gut. Laufen jetzt alle. Die Sämaschine hatte gerade irgendwelche komischen Spacks, aber jetzt geht es. Gut. Wir arbeiten jetzt auf jeden Fall hier ordentlich. Oh, das Lied finde ich gerade schrecklich. Ihr müsst ja wissen, wie ihr es findet. Aber für mich ist das hier gar nichts. Jedenfalls das Lied. So. Ich glaube, ich habe schon wieder viel zu viele Parts gemacht. Und dann kann sein, dass ich gleich, dass das hier der letzte Part für heute Abend ist, gleich 1 Uhr oder sowas. Also ich bin ja noch echt später am Aufnehmen, habe heute den ganzen Abend gebraucht, um mein kleines Tonproblem zu lösen. Wobei mir dann übrigens der Dämon geholfen hat. Der ist auch auf meinem Kanal verlinkt in der Abo-Box. Könnt ihr mal vorbeischauen, echt ein netter Kerl, der hat mir also geholfen hier, das alles mit der Videoqualität und so weiter ein bisschen zu steigern und gleichzeitig hier, ja, dass überhaupt Videos kommen, weil sonst hatte ich da so mein Problem. Ich muss zugeben, ich habe meinen Power Director Key, den finde ich im Moment nicht. Ich weiß nicht, eigentlich war der auf der CD-Hülle, aber auf der CD-Hülle ist auf einmal kein Key mehr, wo die drauf ist. Wahrscheinlich irgendwie falsch einsortiert, auf jeden Fall. Sonst hätte ich wahrscheinlich gar nicht rendern können und dann habe ich jetzt Migo oder Migai oder wie es jetzt auch immer heißt, M-E-G-U-I, das dann auch noch deutlich kleinere Parts bei einer besseren Qualität macht. Das ist natürlich super. Oder staubt es ordentlich. Fällt gerade auf, ich hätte viel weniger Parts machen sollen. Also diese Aufnahme. Ich wollte eigentlich viel weniger. Okay. Kann man jetzt auch nichts mehr machen. Jetzt müsste, ja, Mission vergeigt. Konnten wir jetzt leider nicht mehr viel dran ändern. Also man hätte, also da könnt ihr euch echt drauf verlassen. Das hätte man zeitlich nicht mehr schaffen können. Da hat es sich mehr gelohnt, hier am Hof dann weiter ein bisschen zu arbeiten. Oh, da ist was umgekippt. Meine Flasche auf dem Schreibtisch, da war eine Wasserflasche, eine leere. Aber so eine Plastikflasche, nicht aus Glas. Also nichts Schlimmes hier passiert. Und da sieht man jetzt auf der Karte, wir haben ja 14, 15, 16 die Felder. Und in Zukunft werde ich dann erstmal 17 kaufen, weil das einfach nah am Hof liegt und man so wenig Sprit und wenig Zeit dazwischen vergeigt. Den muss ich erstmal runterfahren, weil sonst bin ich immer deprimiert, wenn ich hier durchtapp und ich sehe, wie der hier am Feld steht. Beziehungsweise auf dem Berg. Am Feld ging ja noch. Dann stelle ich den hier am Feldweg ab. Da hinten sieht man auch schon unseren Hof. Einen schönen großen Hof, der ja auch deutlich gewachsen ist seit dem Vorgänger. Von der Landschaft her, also von den Gebäuden her, finde ich gut. Die hier, die stelle ich da hinten mal in den Unterstand. Ich glaube, das ist mal ganz lustig. Boah, das Ding ist so langsam, ne? Dass sie da nicht irgendwie einen Gang für auf der Straße gemacht haben, der da ein bisschen schneller ist, ist echt ärgerlich. So. Aber es soll ja auch realistisch sein. So, die Helfer arbeiten hier fleißig. Und ich würde sagen, das war's dann für heute mit Landwirtschaftssimulator. Ich nehme morgen wieder auf. Tschüss.